Klassiker Jet Fan. Dieser kompakte Haartrockner passt in eine Hosentasche oder eine Tasche und ist ein zuverlässiger Begleiter. Immerhin ist er nicht größer als ein normales Smartphone. Er kann Haare trocknen, ein Lagerfeuer machen, Blätter oder Sand wegblasen, ein Foto aufpeppen oder als Luftpumpe fungieren. Trotz seines geringen Gewichts von nur 220 Gramm produziert er bis zu 86.000 Umdrehungen pro Minute. Es gibt 4 Geschwindigkeitsstufen. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass es keine Kabel gibt. Der Akku reicht für 5 Stunden Betrieb. Das Tool kostet ca. 59 Euro. Thumbby. Älteren Zuschauern wird das Aussehen dieses Geräts wahrscheinlich bekannt vorkommen. Dies liegt daran, dass das US-amerikanische Team Tiny Circuits beschlossen hat, eine eigene Version der Retro-Spiele-Konsole zu entwickeln. Sie ist 10-mal kleiner und kann als Schlüsselanhänger mitgenommen werden. Zusammen mit Thumbby erhält der Kunde 5 spannende Spiele, die bereits in den Speicher geladen sind. Es ist jedoch keineswegs notwendig, sich darauf zu beschränken. Die Entwickler bieten auch ein praktisches Tool an, mit dem man mit MicroPython eigene Spiele erstellen kann. Somit kann Thumbby auch für den Unterricht verwendet werden. Der Preis beträgt ca. 21 Euro. ProLab Maus. Kaum zu glauben, aber dieses 8 Gramm leichte Gerät ist in der Lage, das Leben ein wenig besser und einfacher zu machen. ProLab Maus ist ein winziger Controller, der fast jedes elektronische Gerät steuern kann. Er ersetzt die herkömmliche Computermaus und ermöglicht es, den Cursor zu bewegen, den Text auszuwählen und zu blättern. Das Gerät funktioniert auch mit Smartphones und CarPlayern, ermöglicht beispielsweise die Steuerung von Musik, Lautstärke und das Fotografieren. Und natürlich hilft ProLab Maus bei Präsentationen. Die Verbindung erfolgt über Bluetooth in wenigen Sekunden. Die Maus kostet 51 Euro. Forkknife. Eine umweltfreundliche und wesentlich komfortablere Alternative zu Einwegbesteck bietet das kanadische Unternehmen Code Forget. Forkknife ist ein Gabel- und Messerset. Zusammengefaltet ist es nicht größer als eine Kreditkarte, sodass es problemlos in ein Portemonnaie passt. Für das Material wurde 100% recycelter Kunststoff gewählt. Die Geräte selbst bestehen aus einer Legierung von Metallen, die Hälfte davon aus sekundären. All dies macht Forkknife zu einem äußerst umweltfreundlichen Produkt. Ganz zu schweigen davon, dass Metallgeräte stärker sind als Kunststoffgeräte und mit harten Lebensmitteln umgehen können. Der Preis für ein Set beträgt 18 Euro. Love You. Dieses Gerät für 136 Euro kann die Sorgen um die Sicherheit von Angehörigen und Wertgegenständen fast vollständig eliminieren. LoveU ist ein kompakter GPS-Tracker, mit dem man immer den Standort seiner Angehörigen kennt. Ob als Schlüsselanhänger, in einer Tasche oder an der Kleidung getragen, das vielseitige Design bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten. LoveU ist auch für raue Wetterbedingungen gerüstet. Es widersteht Wasser, Schmutz, Frost, Hitze und arbeitet mit einer einzigen Ladung 15 Monate lang. Die offizielle App, mit der das Gerät gekoppelt ist, macht die Verwendung noch komfortabler. Man kann beispielsweise den Bewegungsverlauf verfolgen oder eine virtuelle Barriere festlegen. Wird diese überschritten, bekommt der Nutzer eine entsprechende Benachrichtigung. ThinkLabs One. Das allererste Stethoskop wurde im Jahr 1816 entwickelt. Seitdem ist sein Design praktisch unverändert geblieben. Das US-amerikanische Unternehmen ThinkLabs hat beschlossen, eine modifizierte, technologischere und durchdachtere Version dieses Medizinprodukts zu präsentieren. Die Entwickler bezeichnen One als das kleinste und leistungsstärkste Stethoskop der Welt. Es wird in der Tasche getragen und kann an jeden Kopfhörer angeschlossen werden, auch an jene, die wir normalerweise zum Musikhören verwenden. Das Gerät verfügt über eine einstellbare Lautstärke. 5 Frequenzfilter, verstärkt die Lautstärke von Tönen um mehr als das 100-fache und arbeitet mit einer mobilen Anwendung zusammen, sodass man Herzschläge aufzeichnen und teilen kann. Auf Wunsch kann One auch an die Lautsprecher angeschlossen werden. Der Preis beträgt 432 Euro. Schrade SCHF50F.
Um sich und seine Mitmenschen vor einem Angriff zu schützen, ist eine Waffe überhaupt nicht nötig. Das Messer SCH-50F von Schrade dürfte mehr als reichen. Es hat eine T-Form und der Griff soll zwischen den Fingern geklemmt werden. In dieser Position ist es äußerst schwierig, ihn aus den Händen zu schlagen. Das kleine Messer kann auch zum Schlüsselanhänger werden. Es kann auch an Kleidung befestigt werden, beispielsweise an einem Jeans-Knopfloch. Neben der Selbstverteidigung kann er im Alltag oder auf einer Wanderung nützlich sein. Ein solches Messer ist praktisch, um beispielsweise Kisten und Pakete zu öffnen. Die Klinge aus Kohlenstoffstahl ist stark genug, um sogar Holz zu schneiden. Das Messer kostet 16 Euro. WashWow 5.0. Wäsche waschen ohne Waschmittel, mit minimalem Aufwand und wenig Wasser und Strom ist nur auf den ersten Blick unmöglich. WashWow 5.0 ist eine tragbare Waschmaschine, die Elektrolyse-Technologie verwendet, um die Umweltverschmutzung zu bekämpfen. Der aktive Sauerstoff klopft Verunreinigungen und unangenehme Gerüche aus der Gewebestruktur. Die Reinigung ist schonend und ohne mechanische Belastung, wodurch die Lebensdauer der Kleidung erhöht wird. Der Hersteller bietet zwei Optionen an. Man kann WashWow 5.0 für eine gründlichere Reinigung ohne Chemiemittel in eine normale Waschmaschine geben. Oder man wäscht direkt im Waschbecken, was zum Beispiel unterwegs praktisch ist. Ein zusätzlicher Vorteil: WashWow ist vielseitig einsetzbar. Neben Kleidung kann man auch Geschirr, Spielzeuge und sogar Lebensmittel reinigen. Das Tool kostet 154 Euro. TimeChi. Dieses winzige Gerät wurde entwickelt, um die Produktivität am Arbeitsplatz zu steigern. TimeChi basiert auf Zeitmanagement-Techniken. Er teilt den Arbeitstag in Segmente für Konzentration und Ruhe ein, zählt die Zeit herunter und meldet das Ende des Segments mit einem akustischen Signal. Und obwohl man für ein solches Timing viele kostenlose virtuelle Geräte online finden kann, besteht der Vorteil von TimeChi darin, dass es sich um ein physisches Produkt handelt. Man legt mit einem netten Klick los. Auch die Kollegen des Benutzers sehen TimeChi und verstehen, wann der Benutzer gestört werden kann und wann es besser ist, ihn nicht abzulenken. Der Preis beträgt 190 Euro. Smart Water Detectors. Bei einem Ausfall des Wasserversorgungssystems oder der daran angeschlossenen Geräte kann dieses Gerät vielleicht Geld sparen. Es wird an Orten installiert, wo die Gefahr eines Lecks besteht und bewertet anschließend in Echtzeit die Situation. Wird Wasser erkannt, sendet das Gerät sofort eine Benachrichtigung an das Smartphone des Besitzers. So kann man schnell reagieren und das Wasser abstellen, bevor ernsthafte Schäden auftreten. Befindet sich im Haus eine smarte Wasserabsperrvorrichtung des gleichen Herstellers, sendet der Melder ebenfalls ein Signal. In diesem Fall wird das Wasser auch ohne direkten menschlichen Eingriff abgestellt. Der Preis dafür beträgt 43 Euro. EBO. Das letzte Gerät für heute ist der winzige EBO-Begleitroboter aus China. Er soll seinem Besitzer, der gerade unterwegs ist, helfen, das Heimweh zu überwinden. EBO wird über ein Smartphone ferngesteuert. Er unternimmt eine kleine Reise durch das Haus und trifft auf Verwandte und Haustiere. Dabei helfen ihm die eingebaute Kamera, das Mikrofon und die Lautsprecher. EBO kann zudem zu jedem beliebigen Zeitpunkt alle Räume aus der Ferne inspizieren. Die Kosten dafür betragen etwa 85 Euro. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen, es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.